Willkommen zurück in Tears of the Kingdom, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch auf dem Weg auf diese sehr hohen Wasserinseln da, die das Zoradorf verschmutzen. Haben im letzten Part einiges an Strecke zurückgelegt, coole neue Mechaniken gelernt. Wenn ihr den Part verpasst habt, unbedingt nachholen. War ziemlich witzig, das Ganze. Und wir sprechen jetzt hier mit Sidon, denn wir haben uns aufgeteilt und er ist offenbar auch schon hier. An was für einen wundersamen Ort wir hier doch gelandet sind. Da ich nun so viel leichter bin, bin ich beim Hinaufschwimmen der Wasserfälle etwas übers Ziel hinausgeschossen. An einem unbekannten Ort wie diesem sollten wir vorsichtig sein. Link, pass gut auf dich auf, wenn du weitergehst. Ja, werde ich. Danke. Oh, da ist ein Konstrukt. Am besten kurz einfrieren. Was hast du dir da gerade synthetisiert? Ich glaube nicht, dass ich das gut finde, von daher, welche Waffe hat am meisten Wumms, die wir gerade bei uns haben? Das Gamma-Krieger-Breitschwert. Komm schon, geh drauf. Ach, das ist so eine Art Mini-Boss. Hätte das jetzt schwer sein sollen? Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Hat uns einmal getroffen, das hat ziemlich weh getan, aber sonst. So, mit dem hätten wir Meeresboden aufgewischt. Los, Link, rasch weiter, sonst setzen wir noch Seepocken an. Ach so. Mächtiger Konstruktbogen. Na, das ist jetzt wohl die bessere Version von dem starken Konstruktbogen. Von Elite-Konstrukten verwendeter Bogen. Er ist feuerfest, verfügt über riesige Angriffskraft. Dafür ist es wahrlich kein leichtes, ihn überhaupt zu spannen. Kann ich mir vorstellen, das Ding hat sicherlich ordentlich Zug drauf. Gamma-Elite-Konstrukthorn. Ein klingenförmiges, scharfes Horn mit komplex geformter Spitze, das wie Dekoration wirkt. An Waffen erhöht es deren Angriffskraft erheblich. Und ein Sonau. Ein Schwert mit Sonau-Schwert. Okay. Wäre aber eh ein Downgrade, also lassen wir das. Lass uns noch kurz was essen hier. Feenwasser dürfte reichen. Und wir müssen nachher dann unbedingt, wenn wir wieder auf dem Boden sind, uns ein paar Herzen abholen. Ich glaube, wir haben momentan 7 Segenslichter. Das heißt, wir brauchen noch einen Schrein und dann kriegen wir einen weiteren dazu, haben dann 8 und können 2 Herzcontainer kaufen. Plus den, die wir jetzt hier wahrscheinlich noch bekommen, dürften das dann ordentlich Herzen auf unserem Konto bedeuten. Wie mir scheint, fließt der ganze Schlamm in Fällen von den Ruinen über uns herab. Was bedeutet, dass sich die Quelle des Problems irgendwo dort oben befinden muss. Link, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Bist du bereit? Ja, natürlich, klar. Los. Also gut, dann schnell los. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich hinterher. Kurz checken, dass ich die Rüstung anhatte. War gespannt, was diesen Schlamm hier verursacht und was wir hier als Challenge bekommen. Im letzten Mal mussten wir ja Zahnräder lösen mit Tulins Windstoß. Das habe ich gesucht. Jetzt sind wir im Wassertempel, die große Wasserquelle von Hyrule. Ja, momentan eher eine Schlammquelle. Ah, ich sehe, glaube ich, schon. Wir müssen da diese vier fehlenden Ströme aktivieren. Ja. Oh, schöne Musik hier. Gefällt mir. Also, Sidon, was meinst du? Was für ein fantastischer Ort. Und dann die Vorstellung, dass es über unserem Dorf am Himmel schwebt. Wow. Link, schau nur. Das ist der Ursprung des Schlamms. Überhaupt kein Zweifel möglich. Was immer es auch sein mag. Wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Ja. Das ist die Lösung. Ja, die Dinge aktivieren und dann schwemmt das Teil hoffentlich weg. Schaut oben, Link. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Also lass uns mal kurz einen Ring aktivieren. Ich will mal schauen, was da passiert. Gibt uns auf jeden Fall den Teleportpunkt frei. Das ist gut. Ah, okay. I see. Ja, das hat ein bisschen was gebracht, aber es reicht nicht. Wir müssen die Dinger füllen. Oh. Ah.
Ja, blub, 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 blub. Funktioniert nicht. Aber du hast es doch auch gesehen, oder Link? Dieser Mechanismus hat ja das bewirkt. Nur reicht die Wassermenge noch nicht. Ja, wir brauchen mehr Wasser. Definitiv. Ja. Ach, schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachkomme, hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze deine Macht und öffne die vier übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. Na, dann machen wir das mal. Ich weise dir den Weg. Nett von dir, danke. Die Stimme. Diesmal habe ich sie ganz deutlich gehört. Vier Speier sollen wir öffnen, dann füllen sich anscheinend alle Krüge dort mit Wasser. Ja. Gut, worauf fahren wir, Link? Zusammen sind wir unschlagbar. Ja, gut. So, Schleimgelee könnte hier oben auch ganz nützlich sein. Wo wollen wir denn anfangen? Hier? Ja, machen wir hier mal. Wie komme ich denn da rüber? Wahrscheinlich von hier aus, ne? Oh, da hinten ist der Drache unterwegs. Oh, habt ihr den Lichtstrahl um seine Hörner gesehen? Das ist ja super nice. Wir sehen es gleich nochmal. Schaut mal. Oh. Nice. Jetzt aber nicht hier ablenken lassen. Wir müssen dieses Konstrukt loswerden. Wow. Was gar nicht so einfach ist. Ah. Okay. Ah, die Schwerkraft macht mir immer noch zu schaffen. Das ist nicht einfach. Kann ich denn jetzt die Fähigkeit, die wir von Sidon schon gesehen haben, kann ich die nochmal verwenden, indem ich mich hier anspreche, oder wie läuft das? Oh ja, cool. Nice. Das ist so eine Art Schutzschild, by the way, für die es nicht gesehen haben. Schaut euch den Part noch an. Okay, das reicht jetzt langsam. Nice, geht doch. Also. Was machen wir jetzt mit dieser Kugel da? Kann ich die auf den Typen drauf fallen lassen? Würdest du das gefälligst sein lassen? Das hilft tatsächlich ein bisschen als Schutzschild. Nice. Wow. Danke, Sidon. Geh kaputt. So. Blödes Mistding. Feuerfrucht und Holzpfeile. Nice, nice, nice. Ich habe so die Befürchtung, dass die da hoch muss. Und, warte mal. Geht das vielleicht mit Sidons Fähigkeit, dass ich die jetzt da hinlege? Das ist so eine Art Rampe hier. Die jetzt hier hinlege. Und Sidon anspreche. Dann kann ich doch jetzt hier so einen Wasserschweif stehen lassen. Ja, nein, das war's nicht. aber wie denn dann? Gibt es denn sonst was ich benutzen kann? Nein. Oder ist hier vielleicht unter den Dingern irgendwas versteckt, was ich aktivieren muss? Kann natürlich sein, dass die Kugel gar nicht da hoch muss, sondern hier irgendwie reingesetzt werden muss. Dass hier irgendwo Platz für sie ist und sie dann eine Brücke erschafft oder sowas. Lassen Sie mal alles kurz ein bisschen aufräumen. Ja.
Scheint aber nichts zu sein. Ist hier oben vielleicht noch irgendwie was? Ein bisschen weiter hoch. Schauen mal, ob ich da was erkennen kann. Okay. Tricky. Wie geht es denn? Komme ich da hoch? Ja, nein. Nein, nein, nein. Definitiv nein. Ist die Kugel sonst mit was? Kann theoretisch die Zeitumkehr darauf wirken. Frage ist, ob mir das was bringt. Das ist einfach nur, um sie... Ja, nee, das bringt sie nur zurück an den Ort, wo wir sie fallen lassen haben. Ich frage mich halt, ob ich da irgendwie rüberkomme. Könnte ja auch sein, dass die Reihenfolge einfach nicht stimmt. Dass wir das hier später machen sollen. Ja, lass uns mal kurz den Rest anschauen, bevor wir hier verzweifeln. Wassertempel U1. Sidon, wo bist denn du? Brauche ich dich hier mal. Ah, da. Kannst du mich mal kurz schützen? Komme ich so da durch? Ja. Und hier muss eine Kugel rein. Okay, können wir das benutzen, um da wieder... Ja, das können wir als Schutz gebrauchen. Das ist gut. Okay, also jetzt brauchen wir nur noch eine Kugel. Die ist da unten. Okay, wenn ich jetzt hier so ein Ding nehme... Okay. Ja, komm an das Ding ran, das ist gut. Kugel hier drauf. Wenn ich jetzt hier einen Ventilator ansetze. So, wenn ich noch einen Ventilator habe. Habe ich nicht. Okay, ungünstig, aber... Nee, also jetzt muss ich eigentlich nur das Ding wieder da rüberbringen. Ich komme da ja locker rüber. Den jetzt hier quasi nach oben befördern. Verbinden wir das mal. Den ein bisschen weiter runter. Ich sagte, weiter runter. Würdest du den vielleicht jetzt greifen, Link? Zu hoch. Oh, da ist noch eine... Da ist eine Truhe. Okay, also. Also, ich komme da hoch, okay. Hier drauf. So, komm schon. Ah! Was Blödes. Okay, Kugel haben wir. Das ist schon mal gut. Den Rest holen wir nachher dann. Was? Was hat das jetzt bewirkt?
Achso, warte mal, hier ist noch was. Hm. Muss ich das zeitgleich machen? Muss. Nein, 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 nicht den hier. Muss die Kugel da drin stecken und dann kann ich den Schalter benutzen oder wie ist das? Wäre denkbar. Probieren wir das mal. Okay, das ist es nicht. Nein. Falsches Werkzeug. Okay, dann machen wir das jetzt halt hier drauf. Ah, okay. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt die Kugel nehme, hier an die Seite ranmache. Das Teil hier dann schweben lasse. Kann ich das doch eigentlich hier reinsetzen, sodass es drin bleibt, oder? Ja! Cool! Okay, das ist nice. Das gefällt mir. So, jetzt haben wir so lange Zeit, wie die Batterie läuft, um hier dieses Wasserrad zu betreiben, nehme ich jetzt mal schwer an. Denn guck mal. Musst du mir da jetzt reinquatschen? Das muss für einen der Speier sein. Sieht wie ein Wasserrad aus. Ja, weiß ich. Dulli. So. Ja, nice. Ach, das öffnet hier eine Schleuse. Alles klar. Und schon haben wir Wasser. Klasse. Einer der Speier ist offen. Gut gemacht. Bleiben nur noch drei. Ich will jetzt noch diese Truhe da haben. Nehmen wir dafür jetzt einfach mal den da ein bisschen näher ran. So in dem Stil. Ich wollte eigentlich nicht gleich wieder abspringen, Link, aber dankeschön. Schwerkraft. Irgendwann gewöhne ich mich vielleicht noch dran. Vielleicht aber auch nicht. So, komm zu Papa. Was haben wir hier Schönes? Hoffentlich was Gutes. Ah, großes Sonanium. Ist okay. So, sind die Flammen eigentlich noch aus? Ja, die bleiben aus. Gut. Also, das war schon mal ein ganz nettes Rätsel. Gefällt mir. Ist bei der anderen Kugel, da bei der größeren ist, das weiß ich noch nicht so genau, aber das finden wir auch noch raus. Ich meine, wir können die theoretisch ja mit einem Luftballon nach die andere Seite rüber boxieren, aber dass die Lösung ist. Aber jetzt sind hier ein paar Konstrukte aufgetaucht. Denen scheint das nicht zu gefallen, was wir hier tun. Lass mich in Ruhe! Geh weg! Husch! Ah. Okay, sie haben ihn erwischt. Okay, nice, wir haben ihn. Gut, wo ist denn das nächste? Links von uns, rechts von uns und leicht rechts hinter uns. Genau, da oben haben wir ja vorhin versucht hinzukommen. Ich glaube wirklich, dass wir da einen Ballon brauchen. Was hat es denn mit dem hier auf sich? Wo kommst du denn jetzt her? Blödes Mistding.
müssen die Freundlichkeit haben, sterben zu gehen? Es greift Sidon an, das ist inakzeptabel. Stabiler Sonanium-Schild. Nice. Kann ich nur leider momentan nicht tragen, weil ich habe zu viele Schilde. Das hier kann weg. Ich frage mich ja gerade, was das hier bringen soll. Werden wir noch rausfinden. Erstmal hier hoch. Schauen, was hier Schönes ist. Okay. Nicht viel auf jeden Fall. Ich arbeite mich jetzt einfach mal hier hoch. Und hoffe, dass ich von da aus vielleicht weiterkomme. Müsste eigentlich reichen, oder? Dieser Gravity hier, sollte es eigentlich gehen. Ja, nice. Okay. Das Ding hat Eispfeile. Nicht gut. Zumindest nicht für uns. Mag das Ding Wasser? Nein, offenbar nicht. Nice. Also, hier gibt es enorm viel Wasser. Können wir das nicht irgendwie benutzen? Ich glaube, wir müssen das Wasser sogar ablassen hier. Ja, es ist am einfachsten, die zu besiegen, indem man sie einfach ins Wasser schmeißt. Ah, warte, ich sehe schon. Was hier gewollt ist. Wir sollen da reinballern. Mit einer Wasserfrucht. Zumindest hätte ich gedacht, dass das die Lösung ist. Aber ja, ist sie glaube ich auch. Aber wir müssen ein bisschen näher ran. Das Timing hat nicht gepasst. Komm schon, dreh dich ein bisschen schneller. Da oben ist was Leuchtendes, was wir treffen müssen, glaube ich. Da was leuchten sehen. Ja. Nice. Die Aufgaben sind cool, die gefallen mir. Also immer noch nicht, wenn ich diese Kugel auf die andere Insel rüberbringe, aber das hier war schon mal ganz nice. Das gefällt mir. So, komm mal her da. Okay. Hälfte haben wir. Bin auch gespannt, was hier für ein Gegner auf uns wartet. Ich meine, der Eisgegner war schon hässlich, aber... Nun müssen wir nur noch die letzten zwei Speier öffnen. Etwas, was Schleim oder Schlamm generiert, muss ja nochmal hässlicher sein als das Teil. Nehme ich jetzt mal an. Lass uns als nächstes doch gleich darüber gehen. Mal schauen, was es hier gibt. Okay. Ich glaube, hier müssen wir was... Nee, wir müssen hier Energie erzeugen. Ah, ich sehe schon. Wir sollen die hier... als Verlängerung für die das Wasserrad benutzen. Das haben wir ja im letzten Schrein schon machen, also im letzten Tempel schon machen müssen. Da allerdings mit Wind. Hier jetzt mit Wasser. Im Prinzip ist aber natürlich das gleiche. Einmal ranmachen. Und dann einmal anstupsen und dann sollte der Rest eigentlich dann von selber gehen. Okay. Das klappt schon mal.
Jetzt brauchen wir hier noch ein Verbindungsstück, um Strom fließen zu lassen. Was haben wir denn da? Das ist doch Wasserkugeln. Sind die leitfähig? Ich würde schon schätzen. Also müssten sie theoretisch sein. Ja, das geht. Auch das, super cooles Rätsel. Überrascht, dass ich das schnell lösen konnte. Können wir mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr hier rumgetüftelt habt. Ich fand es nicht extrem schwierig, aber es ist ganz nice. So, Silon, wo bist du? Das Ding hält nicht ewig. Ach, wo ist dieser Idiot? Hier. Ist nie da, wo ich ihn brauche. Mühsam. So. 3 von 4. Fehlt noch einer. Super! Einen einzigen noch, Link. Also, und der ist garantiert, hängt er mit dieser einen großen Kugel zusammen, die wir bisher noch nicht wirklich geschnallt haben, wie wir sie verschieben können. Gehen wir jetzt mal hier rüber. Komme ich so hoch? Glaub schon. Ja. Gut. Geht's hier überhaupt um diese Kugel? Hier können wir auf jeden Fall Wasser rauslassen. Und warum sollten wir das tun? Ah, ja, ja, weil die Kugel tatsächlich hier rein muss. Aber wie? Ah, warte mal. Was ist das hier eigentlich? Es leuchtet so komisch. Das übersehen habe? Ah, okay. Das ist ein Wassergenerator. Ja, wir müssen das hier an eine solche Wasserkugel ranmachen und dann ist es eigentlich super simpel. Warum habe ich das Ding nicht gesehen? So, erstmal die Kugel hoch. Dann sollten wir noch hochkommen. So, komm schon. Hat's unser Kügelchen geschafft? Ich sehe es nirgendwo. Da hinten. Es hat's geschafft. Sehr gut. Also, Kügelchen. Ich platziere wir jetzt mal einfach hier. Ja, ein bisschen weiter nach vorne. Und dann das hier hoch. Damit geht das da auf. Gut, aber das geht jetzt auch gleich wieder hoch. Ah, ich weiß schon. Ja, ja, das hatten wir auf einer Himmelsinsel schon mal. Umkehren. Dann müssen wir jetzt einfach schnell sein. Okay. Tricky, aber machbar. Aber ein schönes Rätsel. Gefällt mir. Und damit hätten wir alle 4 Krüge gefüllt. Gut, alle sind bis zum Rand gefüllt. Nun müssen wir nur noch die Vorrichtung in der Mitte verwenden. Ja. Sehe ich auch so. Ein bisschen wenig versteckte Truhen hier. Ich habe nur eine gefunden. Vielleicht gibt es da unten danach noch mal ein paar welche, die wir übersehen haben. Aber das machen wir dann. Würde ich sagen, anderes Mal. Denn wir sind von der Zeit her eigentlich schon wieder durch. Und den Bossfight machen wir als Auftakt zum nächsten Part. Bis dahin, habt einen schönen Tag und ciao Leute. Bye, bye.